In Österreich gibt es rund 12.000 blinde oder hochgradig sehbehinderte Frauen im Arbeitsalter. Aber nur etwa jede fünfte blinde oder hochgradig sehbehinderte Person in Österreich hat einen Job. Das Team von Discovering Hands schafft berufliche Perspektiven. Die Idee von Discovering Hands ist, dass wir uns den überlegenen Tastsinn von Frauen mit Sehbehinderung und blinden Frauen zunutze machen und sie in der Brustkrebsfrüherkennung damit einsetzen. Wir bilden sie dazu aus, zu medizinisch-taktilen Untersucherinnen, wir nennen sie abgekürzt unsere MTU, und sie arbeiten dann bei Ärztinnen und Ärzten in Gesundheitseinrichtungen und führen dort Tastuntersuchungen durch. Durch ihren ausgeprägten Tastsinn sind die Frauen in der Lage, früher als ihre sehenden Kolleginnen und Kollegen Veränderungen in der weiblichen Brust zu ertasten. Die Ausbildung zur MTU dauert 10 Monate. Die ist so aufgebaut, dass es ein Grundmodul und ein Aufbaumodul gibt. Im Grundmodul werden Basisgeschichten wie Ethik, Gesundheitswesen, Hygiene unterrichtet. Im Aufbaumodul geht es dann ums Kernstück der Ausbildung, die taktile Brustuntersuchung. Partner des Projekts Discovering Hands ist der Blinden- und Sehbehindertenverband. Wir unterstützen und begleiten und organisieren auch das unabhängige Assessment. Wir checken die Kompetenz der zukünftigen Teilnehmerinnen ab. Wir checken ihre Motivation ab. Wie gesagt, die Bildungsassistenz ist immer mit dabei während des gesamten Kurses, wenn irgendwelche Probleme auftreten sollten oder zusätzliche Unterstützung nötig ist. Wir schaffen Arbeitsplätze, indem wir mit Ärztinnen und Ärzten zusammenarbeiten, die bei sich in der Praxis mit einer MTU arbeiten wollen und ihr dort einen Arbeitsplatz geben. Das heißt, unsere MTU erhält durch Discovering Hands einerseits eine wirklich tolle Ausbildung und dann auch eine berufliche Perspektive mit einem eigenen Gehalt. Neben dem wichtigen Beitrag zur Brustkrebsvorsorge hat das Projekt eine neu inklusive Sichtweise. Aus Mitleid wird Respekt und eine vermeintliche Behinderung wird zur Begabung. Das Schöne an meinem Beruf ist der Kontakt mit den Menschen und dass ich meinen Beitrag leiste zur Früherkennung von Brustkrebs. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung, es ist immer wieder etwas Neues, es wird nie langweilig. Ich lerne immer wieder neue Menschen kennen, sehr viele Frauen, sehr interessante Frauen. Besonders stolz ist man auf das positive Feedback der Patientinnen. Das fördert den Selbstwert der Tastuntersucherinnen und die Arbeitsfreude. Es gibt hier also ganz viel Zuspruch und ganz viel schöne Momente und Erinnerungen und Erfahrungen, die einem auch zugetragen werden. Und das ist für uns auch eine Hauptmotivation, dieses Projekt und diese Initiative in Österreich immer weiterzuführen, um so einen kleinen Beitrag zur Inklusion für Frauen mit Sehbehinderung leisten zu können.